Hallo, ihr seht mich in alter Umgebung. Ich bin gerade zu Hause zu Besuch sozusagen und ich habe die Kamera mitgenommen, weil ich gerne ein bisschen mit euch quatschen wollte. Und zwar zu einem Thema, das mir ziemlich am Herzen liegt: Selbstbewusstsein. Und ich habe mir jetzt neulich zufällig alte Videos von mir angeschaut und habe sie irgendwie so natürlich mit meinen heutigen verglichen, unabsichtlich irgendwie. Und ich habe einfach festgestellt, dass klar ist, da eine Veränderung zu sehen. Ich bin einfach selbstbewusster geworden. Wenn ich mir die alten Videos anschaue, habe ich das Gefühl, das bin ich gar nicht. Also das ist so eine unsichere, bisschen schüchterne, stille Version von mir. Und wie ihr mich jetzt in meinen Videos seht, das bin ich halt, wie ich auch so bin. Also wie ich wirklich bin, wie ich mit meinen Freunden bin und wie ich mit meiner Familie bin und so irgendwie. Und ich denke, das hat auch schon was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man sich im Internet so präsentiert, wie man in Wahrheit ist. Bla bla bla. Auf jeden Fall wollte ich gerne heute mit euch über Selbstbewusstsein reden und so 10 Tipps bzw. Anregungen geben, wie ihr ein stärkeres Selbstbewusstsein bekommen könnt. Ja, wenn ihr noch weitere Anregungen und Tipps habt, dann lasst mir das wie immer in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuerst mal sollte man sich überlegen, was heißt Selbstbewusstsein? Selbstbewusst. Man ist sich seiner selbst bewusst. Man weiß, was man will, wer man ist, was man im Leben möchte, wie man wahrgenommen werden will, wie man auftreten will und man weiß auch, was man tun möchte. Und dann steht man hinter dem, was man tut. Das heißt, bevor man irgendwie anfängt, oh ja, ich möchte ein starkes Selbstbewusstsein haben, muss man erstmal wissen, wer bin ich überhaupt und was will ich? Das ist also das Erste, was man sich irgendwie so überlegen sollte, wenn man es nicht eh schon so drin hat. Aber vielleicht kann sich ja einfach mal jeder bewusst überlegen, wer bin ich und was will ich. Das Zweite ist was mir bei sehr vielen Leuten auffällt. Ich beobachte Leute gerne. Ich meine, ich weiß nicht, das kennen bestimmt die einen oder anderen von euch. Also ich schaue so gerne, was machen andere. Und da fällt mir einfach auf, es kommt so sehr auf die Haltung an. Wenn ihr noch nicht so selber davon überzeugt seid, dass ihr toll seid und weiß ich nicht, und einfach ein etwas schlechteres Selbstbewusstsein habt, dann könnt ihr euch selber erstmal ein bisschen austricksen, einfach nur durch die Haltung. Es macht so viel aus, ob jemand so dasteht und nach unten schaut und ein bisschen vielleicht leise redet und am besten noch so mit den Händen so macht. Oder ob jemand so dasteht und euch in die Augen schaut und irgendwie so den Kopf hoch hat, die Schultern zurück und euch feste anguckt und einfach selber vielleicht nicht mal weiß, worüber er redet, aber er wirkt auf jeden Fall nicht unsicher. Was ich euch damit sagen will, ist einfach auf die Haltung achten, gerade laufen, Kopf nach oben, nicht so nach unten gucken, nicht so in sich gekehrt sein, den Leuten in die Augen gucken. Das ist wirklich was, auch wenn ihr euch nicht selbstbewusst fühlt und vielleicht euch nicht so toll fühlt wie euer Gegenüber. Wenn ihr der Person in die Augen schaut, dann merkt die nichts davon und dann wirkt ihr so, als hättet ihr total viel Selbstvertrauen. Also ich glaube, dass man irgendwann dann selber dran glaubt, wenn man sich auf diese Art und Weise selber verarscht. Also, versteht ihr, wie ich meine? Der dritte Punkt, ich gebe es zu, fällt mir selber super schwer. Also, das ist wirklich was, wo ich auch an mir arbeiten muss. Aber das ist was, was das Selbstbewusstsein auch ungemein stärken kann, weil es einfach euch dazu verhilft oder euch, ja, euch hilft, hinter euch selber zu stehen und hinter eurer eigenen Meinung. Und zwar ist es ganz simpel, Nein sagen. Und das klingt jetzt vielleicht für euch jetzt erstmal so, hä, ja, klar, kann ich Nein sagen. Ich meine, ich sage ständig Nee und Nein, habe ich keine Lust und bla. Aber wirklich mal so bewusst zu Sachen, auf die man keine Lust hat, die einem nicht gut tun. Ich meine, klar, wenn eure Mama jetzt sagt, kannst du mal bitte die Spülmaschine ausräumen, du einfach sagst, nein, ich bin selbstbewusst. Nein. Ich meine, ne, logisch, dass ich jetzt nicht das meine. Aber wenn es so im Freundeskreis ist, wenn es um Ausnutzen geht, wenn alle was machen wollen und ihr dazu eigentlich keine Lust habt und ihr dann aber mitmacht, so dieser Gruppenzwang, dass man sich dem widersetzen kann, das hat was mit Mut und mit Selbstbewusstsein zu tun und fängt eben damit an, dass man Nein sagt. Deswegen würde ich sagen, wir üben alle mal ein bisschen Nein sagen. Ja, ich müsste auch mitmachen, aber auf jeden Fall ist es wirklich super wichtig, wenn ihr selbstbewusster sein wollt. Ich habe mal so ein bisschen überlegt und habe auch so ein bisschen dran gedacht, was mir früher schwer gefallen ist, als ich noch jünger war. Und da ist mir mein vierter Tipp eingefallen und zwar Dinge alleine tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich so, ich weiß nicht, 13 vielleicht war oder so, oh mein Gott, ich wollte nirgends selber anrufen, also bei irgendeinem Arzt oder ich weiß nicht, was für Termine hatte man noch, irgendwie solche
solche komischen Anrufe machen und irgendwelche Sachen fragen. Zum Beispiel, ich habe dann angefangen, in so einem Institut zu arbeiten, so als Schülerjob, Nebenjob irgendwie. Und ich musste da, glaube ich, was beim Finanzamt holen oder ich weiß nicht mehr. Oder war es erst mit 14? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat meine Mama natürlich gesagt, ja, da rufst du mal schön selber an. Und ich immer so, oh nö, und hm. Und es ist super wichtig, dass ihr solche Sachen selber macht und nicht immer so jemand anderen vorschiebt oder jemand anderen mitnehmt, sondern einfach mal die Dinge alleine machen. Also zu irgendwelchen Terminen gehen, irgendwelche Anrufe tätigen, bla bla bla. Dann habe ich mir als fünftes aufgeschrieben, auch etwas, was mir sehr geholfen hat. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meine Videos schon eine Weile schaut, dass ich ganz lange Zeit Taekwondo gemacht habe. 11 Jahre waren es, glaube ich, ja. Und ich habe da zwischendurch immer solche Selbstbehauptungskurse gemacht, wo man einfach so Selbstverteidigungstechniken gelernt hat. Also es waren jetzt halt wirklich so ganz krasse Sachen wie, mich greift jemand von hinten an und würgt mich oder packt mich oder mit einer Waffe oder keine Ahnung, solche Geschichten eben. Aber da hat man halt gelernt, sich zu wehren. Zwar war das jetzt alles körperlich, aber das überträgt sich halt gleichzeitig schon so auch auf die Psyche, wenn man das so sagen kann, dass man eben einfach selbstbewusst wird und sich traut, andere anzuschreien oder sich zu wehren und solche Geschichten. Und das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Das heißt, wenn ihr total unsicher seid und ihr möchtet aktiv was dagegen tun und ihr habt das Gefühl, ihr schafft das alleine nicht, scheut euch nicht, so einen Kurs zu machen. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, vor allem den Mädels, die da eh ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen schüchterner sind. Also mir hat das sehr viel geholfen und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht und dann schreit man sich halt so gegenseitig an und man lernt halt so richtig coole Hebel. Und da kriegst du halt jeden Griff los und dann heißt so, sagt man so zu irgendwelchen Jungs, ja, pack mal hier mein Handgelenk und dann kannst du halt dich so richtig cool da rauswinden und tust halt allen anderen weh dabei. Und irgendwie solche Sachen. Also wenn euch gar nichts hilft, dann könnt ihr euch ja mal nach solchen Kursen informieren. Das sechste, was ich euch mitgeben möchte, ist, ihr müsst an euch selber glauben. Und ich weiß, das ist wirklich leichter gesagt als getan, aber jetzt mal ehrlich, wenn ihr selber nicht an euch glaubt, warum sollten denn dann andere an euch glauben? Also, ne? Ihr steht euch ja selber am nächsten. Und wieder eine Sache, die mir sehr hilft, ich führe Selbstgespräche. Ja, traurig, aber wahr. Einfach so, wenn man mit sich selber in seinem Kopf so ein bisschen redet, so unter dem Motto, du schaffst das, wird alles gut, das machen wir jetzt. So, ich meine, okay, das klingt jetzt ein bisschen, als hätte ich so eine gespaltene Persönlichkeit. Aber so schlimm ist es nicht. Also, ich sag mir dann halt einfach so, du schaffst es jetzt und du gehst jetzt rein und es wird alles okay. Gerade so bei Sachen, vor denen man aufgeregt ist, wie irgendwelche Bewerbungsgespräche oder, ich weiß nicht, erster Tag bei irgendeinem Job oder keine Ahnung, so eben. Selbstbewusstsein ist wie eine Art Sport. Also so müsst ihr das auch sehen. Das muss trainiert werden. Ich glaube, die wenigsten Menschen sind irgendwie so voller Selbstvertrauen, gehen in einen Raum und rocken das Ganze, ohne einen Moment lang unsicher zu sein. Ich wette, die meisten von uns, und da gehöre ich auch dazu, müssen an der Stelle einfach so ein bisschen an sich arbeiten, müssen sich anstrengen und müssen sich auch selber immer wieder sagen, oh mein Gott, du schaffst das, alles wird gut, bla bla bla. Also seid nicht jetzt irgendwie total verunsichert, wenn alle so selbstbewusst erscheinen, aber ihr total unsicher seid. Es ist einfach was, was geübt werden muss. Was auch super, super, super wichtig ist, wenn ihr ein bisschen selbstbewusster werden wollt, ist, dass ihr euch selber Fehler verzeiht. Jeder Mensch macht Fehler. Und klar, im ersten Moment verunsichern uns diese Fehler, weil man denkt, oh mein Gott, ich bin so dumm und warum habe ich das gemacht und was kann ich eigentlich und solche Gedanken. Ich wette, jeder von euch da draußen hatte schon solche Gedanken und es ist einfach so wichtig, dass man dann einfach sagt, okay, dieser Fehler ist jetzt passiert, ich habe daraus gelernt, das ist ganz wichtig, ich habe daraus gelernt, so in dieser Form wird mir das nicht noch einmal passieren und ich mache jetzt einfach weiter. Also, weil es bringt einfach nichts, auf der Stelle stehen zu bleiben. Man kann die Vergangenheit eh nicht mehr ändern und man macht sich nur selber fertig und man verunsichert sich selber damit. Das heißt, ihr müsst einfach wirklich jegliche Fehler als Chance für euch nutzen, als Erfahrung nutzen und dann einfach weitermachen. Das achte, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, seid mutig und probiert Dinge aus, auch auf die Gefahr hin, dass sie schief gehen.
traut euch einfach zu, dass ihr irgendwas schaffen könnt, dass ihr irgendwas könnt, was ihr vielleicht vorher noch nie gemacht habt und bei dem ihr vielleicht auch denkt, oh mein Gott, das kann ich gar nicht. Also ich glaube, das ist auch ein sehr beliebter Satz. Das habe ich auch früher sehr, sehr viel gesagt. Das kann ich nicht. Oh, ich kann nicht. Ich weiß nicht. Das wollen wir jetzt nicht mehr sagen. Traut euch einfach Sachen zu. Mein Gott, dann lacht halt irgendjemand. Ja, dann soll derjenige das halt besser machen. Mein 9. Tipp hat ein bisschen was mit dem Nein-Sagen von vorhin zu tun. Und zwar, dass man sagt, was man will. Ich meine, natürlich bringt es niemandem was, wenn man durch die Welt läuft wie so ein verwöhntes Kind und sagt, ich will das und ich will bla und sondern, dass ihr aber aussprecht, was ihr möchtet, was ihr für euch möchtet und dass ihr eben einfach ja, nein sagt zu den anderen Sachen, die ihr nicht möchtet. Das heißt, ihr müsst euch einfach auch klar darüber werden, was will ich? Und dann müsst ihr es auch sagen und nicht immer so kompliziert, so, oh, ich weiß nicht, ja, vielleicht, nö. Solche Sachen, sondern ja, will ich, nein, will ich nicht. So, ich weiß, das ist um einiges schwieriger, als ich es jetzt hier so beschreibe. Aber dieses Video soll auch mehr so als Anregung dienen. Klar kann man nicht alles sofort eins zu eins umsetzen, aber einfach so, dass man mal mehr drüber nachdenkt. Dass man mal so denkt, jetzt habe ich schon wieder gesagt, ist mir egal, aber eigentlich ist es mir nicht egal. Warum habe ich nicht gesagt, was ich will? Und das 10. und somit auch letzte auf meiner Liste ist, dass man offen für Kritik und Anregungen ist und diese aber gleichzeitig nicht zu nah an sich ranlässt. Und das ist, glaube ich, so das, was ich auf YouTube gelernt habe. Dass man Kritik aufnehmen kann und dass man sie auch positiv aufnehmen kann. Und dass man sie auch nutzen kann und sie umsetzen kann, um sich zu verbessern. Das ist einfach super wichtig und hat auch was mit einem Selbstbewusstsein zu tun. Dass man einfach nicht gleich denkt, wenn jemand sagt, fand ich nicht so gut, dass man dann gleich denkt, oh mein Gott, ich bin total blöd und alle finden mich scheiße und so. Sondern dass man dann sagt, okay, danke für dieses Feedback. Hast du vielleicht einen Vorschlag, wie ich es besser machen kann? Und dass man das dann so nutzt, für sich nutzt. Und wenn ihr total verunsichert seid und euch wirklich super wertlos fühlt, dann schnappt euch eine Freundin, schnappt euch eure Schwester, euren Bruder, eure Mama, einen Mensch eures Vertrauens und redet einfach mit dieser Person. Und die wird euch meistens sagen, jetzt mach dich nicht verrückt, du bist toll, so wie du bist, bla 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 bla. Einfach so all das, was man in dem Moment hören möchte. Ich mache das zum Beispiel super oft. Also, große YouTuber können mir erzählen, was sie wollen, dass ihnen Kommentare nichts ausmachen und Hase nicht gehört. Ich finde es immer noch total schlimm und das wird, glaube ich, auch für immer und immer so bleiben, weil ich halt einfach so ein Mensch bin, der versucht, es allen recht zu machen. Und wenn ich dann mal irgendwelche fiesen Kommentare lese, zum Beispiel jetzt in letzter Zeit, ich sei arrogant oder überheblich oder bla, dann bin ich immer so voll, keine Ahnung, habe irgendwelchen Freundinnen geschrieben, oh, alle sagen, ich wäre arrogant, das stimmt doch gar nicht, oder? Und dann haben wir halt so darüber geredet und die haben mir halt gesagt, warum sie glauben, dass Leute das denken und wir haben so zusammen die Situation analysiert und das hilft halt einfach total. Also, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Also, so wie wir alle. Und es ist halt einfach so, man braucht einfach jemanden, um darüber zu reden. Deswegen eine Person eures Vertrauens oder, ja, weiß ich nicht, bei der ihr wisst, dass die ehrlich zu euch ist und euch Gutes will, einfach mit der quatschen und einfach sagen, wie siehst du das? Bin ich wirklich so? Oder wie kann ich es besser machen? Ja. So, und das waren die 10 Tipps oder Anregungen, die ich euch einfach so aus meiner Erfahrung raus gerne mit auf den Weg geben möchte, wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt, dann lasst mir das und auch den anderen gerne in den Kommentaren da. Ich finde, wir sollten uns alle vornehmen, Menschen nicht so schnell zu verurteilen, die wir nicht kennen, sondern, ja, ich weiß nicht, nicht so oberflächlich zu sein. Ich glaube, dadurch entsteht Unsicherheit. Das Gegenteil von selbstbewusst. Unselbstbewusst? Naja, ihr wisst, was ich meine. Alle Menschen sind einfach anders, egal wie sie aussehen, an was sie glauben, welche Sprache sie sprechen, wie sie sich kleiden und so weiter und so fort. Wir sollten einfach irgendwie versuchen, ja, einander nicht zu verurteilen, einander so zu nehmen, wie wir jeweils sind. Man muss nicht Best Friend mit jedem sein, aber andere deswegen nicht fertig machen. Und ich denke, dann kann die ganze Gesellschaft ein bisschen selbstbewusster sein. Und ich habe eine Aufgabe für euch. Eine kleine Art Challenge. Und zwar, ich mache selber auch mit. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut wir das alle durchhalten. Ich werde euch auf Twitter auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das entscheide ich hier gerade alles sehr spontan. Mal schauen, ob ich es bereuen werde.
Und zwar möchte ich bitte, dass wir alle mal jetzt eine Woche lang nicht sagen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht ist so der Satz, der einen total runterzieht. Wir könnten es ja so formulieren, ich kann das noch nicht, aber ich werde es probieren. Also keine Garantie, ob es klappt oder nicht oder so in der Art. Aber ich kann das nicht ist so sich selber total schlecht machen, sich selber abwerten, sich selber klein machen und sich selber nichts zutrauen. Und das wollte ich ja jetzt mit diesem Video hier verhindern. Und deswegen würde es mich total freuen, wenn ihr mitmacht und mir dann mal eure Erfahrungen irgendwo schildert, welches soziales Netzwerk ihr auch immer habt. Meinetwegen auch hier in den Kommentaren. Wo auch immer, einfach mal probieren, auf diesen Satz, ich kann das nicht, zu verzichten. Ja. Und damit war es das mit dem Video. Ich glaube, es ist ziemlich lang geworden, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und euch so ein bisschen geholfen hat. Und ja, dann sehen wir uns ja vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann! Ciao! Und hier könnt ihr zu meinem letzten Video kommen. Da habe ich euch ein paar Sachen aus dem neuen Catrice-Sortiment vorgestellt und damit einen Look geschminkt. Viel Spaß!